euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mir dieses Kochbuch am Flohmarkt gekauft. Und das war damals schon alt, aus den 70er Jahren. Aber ist mir denn da schon alt, wenn man aus den 70er Jahren ist? Da ist man ja in meinen Augen nur jung, wenn man aus den 50er Jahren ist. Na, Spaß beiseite, auf alle Fälle ist in diesem Europa-Kochbuch viele europäische Gerichte beschrieben. Unter anderem auch, ihr seht es jetzt, Froschschenkel und Schnecken. Boah, voll Teufel, ich mehr jetzt nicht. An meinem Ost übrigens schon gern Schnecken. Ja, aber ich habe heute ein anderes Rezept. Und zwar ein Spargel Altwiener Art. Leider ist da immer gar nicht besonders viel beschrieben, aber vor vielen Jahren habe ich den schon mal gemacht und der war wirklich sehr gut. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Zu unserem Altwiener Spargelgericht braucht man folgende Zutaten: 750 Gramm Spargel, 3 Achtel Liter Sahne, 100 Gramm Butter, 6 Esslöffel Semmelbrösel, 75 Gramm roher Schinken, ein Eiweiß, 2 Eigelb, eine Prise Zucker, Paprika und Salz. Als erstes stelle ich schon mal Wasser auf, um den Spargel zu kochen, denn der muss so ein bisschen durchkochen, aber nicht ganz weich sein. Dazu gebe ich jetzt einen Zucker in das Wasser rein, ein Salz und ein Stückchen Butter. Darauf achten, dass der Topf groß genug ist, damit der Spargel auch ganz rein geht. Vielleicht zuerst einmal testen. Okay, passt. Und bis das Wasser kocht, dabei schäle mein Spargel. Da fange ich vorne an der Spitze an und ziehe mit dem Schäler, mit dem Sparschäler nach hinten. Und immer rundum. Und zum Schluss ein bisschen was vom Ende abschneiden, denn das ist meistens holzig. Das Wasser kocht und der Spargel ist fertig geputzt. Das ist jetzt ein Amelsberger Spargel. Aber zweite Wahl, das erkennt man daran, weil die Spitzel schon ein bisschen lila sind. Die haben wahrscheinlich schon die Sonne gesehen. Obwohl, ich so viel Sonne haben wir eh noch nicht gehabt. Die gebe ich jetzt ins Wasser. Und normalerweise kocht man den jetzt, bis er weich ist, 15 bis 20 Minuten. Ich schaue mal nach 12 Minuten, weil die sind ja doch schipstick, wie weit er denn schon ist. Als nächstes schlage ich das Eiweiß, also ein Eiweiß, zum Einschieben. Passt. Die Butter lasse ich jetzt zerschmelzen und gebe meine Speckwürfel dazu. Wer jetzt Vegetarier ist, kann natürlich ohne Speckwürfel arbeiten. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Dann gebe ich da die Sahne dazu. Sahne ist schon ein bisschen sehr viel, habe ich das Gefühl. Naja, vielleicht wollten es die Altwiener so. Beschrieben ist ja gar nicht viel in dem Kochbuch drinnen, sondern nur so stickpunktweise, also weiß man gar nicht genau, ob alles so hundertprozentig stimmt. Wie habe ich ja gesagt, ich habe es schon mal gemacht, allerdings ist das schon mindestens 25 Jahre her. Jetzt salze ich das einmal. Dann folgen die zwei Eigelbe. Die rühren wir da auch unter. Und die Semmelbrösel. Da habe ich jetzt ein bisschen so ein Panko auch drunter gemischt. Ich denke mir, vielleicht ist das ein bisschen lockerer dadurch das. Aber mal schauen. Und gewürzt wird jetzt das noch mit einem Paprika. Es steht zwar nicht drin, aber ich gebe auch noch ein bisschen Pfeffer dazu.
12 Minuten ist jetzt der Spargel da drinnen. Ja, ich glaube, der passt schon. Der ist ein bisschen weich, aber noch nicht zu weich. Die Form habe ich jetzt ausgebuttert. Und jetzt kommt zu meiner Sahnemasse ja nur der Eischnee dazu. Den hebe ich jetzt da so ein bisschen unter. Und die Hälfte der Masse, die gebe ich jetzt da in meine Auflaufformel. Und darauf lege ich jetzt meinen Spargel. Über den Spargel kommt jetzt der Rest drüber. Den Ofen habe ich jetzt auf 170 Grad Heißluft vorgeheizt. Und da kommt er jetzt rein für mindestens 20 Minuten. 20 Minuten war der Spargel jetzt im Rohr. Ich habe mir jetzt auf 180 Grad lieber aufgeschaltet, weil ich Angst gehabt habe, dass er vielleicht innen drinnen sonst nicht durchgebacken ist. Und das müssen wir jetzt sowieso schauen, ob das überhaupt ist. Jetzt konnte ich schon sagen, so schaut's aus, wenn es fertig ist, mein Altwiener Spargelgericht. Aber ich möchte es natürlich schon auf dem Teller jetzt noch aufgetun. Das wird allerdings jetzt schwierig. Da haben die Steckerl drinnen, aber wo? Also durchgebacken ist es schon. Und so schaut's aus. Darüber müsst schauen, wenn es fertig ist. Ich tue jetzt da ein bisschen einen Schnittlauch noch drüber, damit ein wenig was Grünes da ist. Und einen Salat essen wir dazu. Und schon haben wir fertig. Probieren wir ihn dann auch noch schnell. Warte mal schnell, ich muss ein Besteck holen. Natürlich probiere ich da vorne was von den feinen Köpfchen. Gut schmeckt's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch!